Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Fusions. Ich bin weiter auf der Suche nach neuen Kampfmitgliedern, neuen Zeitspalten, neuen Gegnern, die wir fangen können, spezielle Gegner, die wir besiegen können und so weiter und so weiter. Und ja, ich habe gerade Verstecken gespielt mit Bu. Leute. Und ich denke, das schaltet uns Bu frei. Bin gespannt. Yeah, Majin Bu, lol. Ich habe Majin Bu freigeschalten. Durchs Verstecken spielen. Nice. Das ist richtig geil. Und nicht nur das. Dadurch, dass ich das abgeschlossen habe, seht ihr nun 3 weitere Missionen. LOL. Es gibt 3 weitere Quests jetzt nun. Das ist ein bisschen viel, Leute. Das ist ein bisschen viel. Und was ist das für ein blauer Punkt hier? Wer bist du denn? Pinch? Hä, was macht Pinch denn hier? Wir sind doch mit ihm fusioniert. Silberner Goku-Roboter? Wir hatten ja schon mal goldene besiegt für mehr Erfahrungspunkte. Und das ist ein silberner Goku-Roboter? So ein Trainingsroboter, wo wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. LOL. Oh Gott, defeat Mecha Goku im Battle. Okay. Ich defeat Mecha Goku im Battle. Easy. Mecha Goku, Leute. Nicht, dass wir jetzt Buu freigeschalten haben. Voll geil zum Fusionieren. Sollen wir jetzt auch Mecha Goku? LOL. Wie stark ist der? Theoretisch haben die ja viel Leben, aber sind ziemlich schwach. Die goldenen zumindest. Bin gespannt, wie es beim silbernen sein wird. Jo, der geht auch easy down, oder? Boah, geht so. Für das, dass wir keinen Special Move eingesetzt haben. Wie stark ist er? Nee. Okay, der ist Baby einfach. Warum ist das Level 70 Aufgabe? Level 70 Aufgabe. Dieser easy peasy fight. Theoretisch ist er jetzt sogar schon down vielleicht. Was? Aber ihr seht, wir haben jetzt eine Mission abgeschlossen. Blödes Versteckenspiel mit Bu. Dafür haben wir Bu bekommen und 3 weitere Missionen. Bedeutet, oh Gott. Ich bin mit dem Spiel noch so lange nicht fertig. Nein, ich erreiche ihn knapp nicht. Leute, da gibt es noch ordentlich zu tun. In dem Game, Mann. Ey, das dauert noch so lange, bis wir fertig sind, Leute. Ganzen Nebenquests, ganzen Charaktere freischalten, wie gesagt. Da ist ordentlich was zu tun. Okay, wir haben jetzt besiegt einen Trainings-Son Goku. Und wir haben oben eine Fähigkeit von ihm bekommen, da wir ihn aus dem Ring gestoßen haben. Ey, Leute, es ist so unglaublich, wie viel man hier in dem Spiel machen kann. Das ist ein richtig geiles Rollenspiel. Wer Dragon Ball Fusion noch nicht gespielt hat, soll es unbedingt mal tun. Rocket Punch B. Nee, danke. Nee, nehme ich nicht mit. Aber ich weiß noch nicht, was die Endbelohnung jetzt war. Was bekomme ich dafür? Wir haben besiegt den Kack-Nupsi. Und die haben auch schon Goldene besiegt, ne? Er steht wieder auf. Ja, er kämpft jetzt nochmal gegen uns. Jetzt ist er golden, genau. Aber Super Saiyajin, lol. Nochmal. Okay, doch nicht so einfach, wie ich dachte. Super Saiyajin. Mecha Goku. In dem Spiel gibt es so viel geilen Scheiß. Ich würde mir wünschen, dass sie das in anderen Spielen auch so übernehmen würden. Dass sie sagen, yo, komm, wir hauen jetzt mal in Dragon Ball Legends einen Mecha Goku raus oder so. Hä, warum denn nicht? Ne? Oder ein Super Saiyan 5 Goku. Warum nicht? Es wäre mal was Neues, es wäre mal cool. So ein bisschen experimentmäßig, ne? Er macht immer nur Key Blast. Bisher hat noch kein Key. Ich habe Angst, wenn er Key hat, dass er enormen Damage rausdrücken wird, ne? Ist jetzt wieder zu weit weg für unseren Special Move? Ne, diesmal treffen. Perfekt. Und mit Support-Attacke könnte schon down sein, da unsere Lady ziemlich krass stark ist. Oh, guter Damage bisher. Und? Ja, sehr schön. Easy peasy. Sagt doch, unsere Ladies sind viel zu stark, ne? Ich will natürlich auch weiter suchen, was ich weiter fusionieren kann, bin weitere Charaktere sammeln. Es dauert aber alles zu lang, bis man die jeweiligen Charaktere alle hat und so weiter, ne? Aber ich finde schon mal geil, dass ich das Versteckenspiel mit Bu geschafft habe. Und dass wir Bu freigeschalten haben. Und jetzt haben wir auch den besiegt. Geht's noch in Super Saiyan Blue oder was? Er will weiter angreifen. Er geht weg. Aber wir haben ihn besiegt. Also sein Trainingsgerät wurde hier besiegt. Energie bekomme ich dafür nur. Okay, schade. Oh, jetzt greift das ein Fuzzi an. Nein! Nein, jetzt greift mich jemand an. Ach, lol. Ich hasse Random-Gegner. Ich hasse Random-Gegner so sehr. In Dragon Ball Z Kakarot oder hier, egal wo. Wir gehen sie einfach auf die Nerven. Was ich aber jedes Mal hoffe, dass ich ihn fangen kann, so wie hier.
Das sind jetzt alles in Level 100 von den Gegnern, aber ich kann welche fangen und so weiter, ne? Ist natürlich jetzt blöd, einfach so eine Zenkai drauf zu hauen, aber komm, wir machen es einfach mal Spaß hier. Und hauen einfach mal einen Zenkai drauf. Beten, dass er nicht blockt. Ja, perfekt. Vielleicht, mit Glück, ne? Können wir ihn jetzt auch einfach direkt fangen, ne? Das wäre natürlich der Oberhammer. Muss nur aufpassen, dass ich genug Energie sammle. Oh, ich glaube, ich habe nicht genug Energie, oder? Mal gucken, ob ich genug Damage mache. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht. Ich wollte einfach mal... Oh, doch, lol. Wow. Das war Schaden. Haben wir jetzt einfach so random einen Charakter gefangen? Es wäre halt geil, ne? Und? Ja, gefangen. Lol. Das Ganze können wir jetzt gleich nochmal machen. Also das mag ich auch die ganze Zeit. Ich fliege in Gegner rein, sammle sie ein, sammle sie ein, sammle sie ein. Denn A, ich habe noch nicht mal ansatzweise alle Gegner im Spiel gesehen. Das heißt, ich habe noch nicht mal alle Pokémon gesehen, die man fangen kann. Und deswegen weiß ich auch nicht, was man oft mit was fusionieren soll, weil ich die jeweiligen Charaktere halt, wie gesagt, noch immer nicht habe, ne? Und deshalb versuchen wir jetzt auch den nächsten Mal direkt zu fangen. Und zwar ihn hier. Der ist ziemlich geschwächt schon. Ich denke nicht, dass er glaubt, dass er von unten angreift, oder? Ne, perfekt. Also ihr seht jetzt, allein in diesem Kampf hier wäre es möglich, vier verschiedene Gegner einzusammeln, ne? Das ist schon ein bisschen krass, was man hier alles machen kann in dem Spiel. Okay, ein bisschen Energie gesammelt. Gucken, ob es reicht für eine krasse, starke Attacke. 3,42, 3,84. Ja, komm, das reicht, oder? Da geht doch down, oder? Locker, ja, locker, perfekt. Können wir jetzt denn direkt den zweiten auch noch fangen? Wäre ziemlich geil. Wir gucken mal, ob gleich steht Scouter. Jo, auch gefangen. Perfekt. Ich habe jetzt zwei Charaktere in dem Kampf gefangen, was mich wieder weiterbringt in meine Energie sammeln, in meine Charaktere sammeln, fürs Fusionieren und so weiter und so weiter. Aber den Kampf werde ich jetzt nicht mit euch gemeinsam spielen, ist ein bisschen langweilig. Ich werde jetzt da hier mal einen Cut setzen und sehen wir uns gleich wieder, was sind denn so die nächsten Missionen, die wir freigeschalten haben. Die nächste Mission, die wir freigeschalten haben, ist Towa. Lol. Und warum will sie Trunks jetzt meine Gefallen bitten? Die EX-Fusion, sie ist sehr daran interessiert. Sie will einen EX-Partner haben? Sie will einen EX-Partner. Warum soll ich jetzt Towa helfen? Ein weiblicher Roboter. Hä? Sie will mit einem weiblichen Roboter sich fusionieren? Warum, Towa? Warum? Wer ist ein weiblicher Roboter? Haben wir jemanden? Nein! Er hat schon wieder eingegriffen. Nein! Verpiss dich! Ach, diesmal kann ich jetzt Nein sagen. Oh Gott. Ein weiblicher Roboter. Wo soll ich einen weiblichen Roboter finden? Lol. Okay, die Towa-Quest ist schon mal krass. A, warum will sie fusionieren? Und B, warum ein weiblicher Roboter? Habt ihr schon eine Idee, was ihr Plan sein wird? Ich meine, ich muss erstmal einen weiblichen Roboter finden, ne? Aber ich will auch noch wissen, was die nächste Fusion... Ah, die nächste Fusion. Die nächste Mission hier unten. Das, aber ihr seht ja, wie gesagt, ne? Man muss halt die ganze Mission noch abschließen, um neue Missionen freizuschalten. Aber hey, weiblicher Towa-Roboter? Würde ich nehmen. Ne? Wer ist jetzt hier noch? Arale, lol, Arale. Die auch noch, die ist mega stark. Das ist ja auch von Akira Toriyama. Ich hasse sie zwar, aber es ist Arale, ne? Oh Mann, was will die denn jetzt hier noch schon wieder? Man muss sie besiegen, oder was? Grandpa, ja. Ah, I'm Arale. Ja, du Nervensäge, ich mag die nicht. Wer mag Arale? Haut's mal in die Kommentare. Wer von euch bitte mag Arale? Ich mag die überhaupt nicht. Und sie will auf jeden Fall spielen. Best time. Oh nein. Muss ich jetzt Ringe fliegen? 50 Sekunden? Oh nein. Bitte nicht Ringe. Ich hasse Ringe fliegen so sehr. Aber ich versuche es jetzt einmal, okay? Aber ich hasse Ringe fliegen. Ich hasse es einfach. Ich habe es schon beim Turm von unserem Sensu-Bohnenmacher nicht geschafft, ne? Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach. Ich hasse Ringe fliegen. Wow! Wow, 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 wow. Was war das denn? Oh mein Gott, die bauen sich also speedmäßig auf. Ey, ich habe da keine Chance, ne? Ich hasse Ringe fliegen. Es ist auch so schwer mit Tastatur den ganzen Bums zu spielen, ne? Ein Stick in der Hand wäre so viel einfacher, ne? Oh Gott. Oh Gott. Arale, du gehst mir jetzt schon auf die Nerven, ne? Oh Gott. Wie soll ich das denn schaffen? Oh nein. Ich hasse Ringe fliegen so sehr. Ich glaube, Ringe fliegen wären die Missionen, die bei mir als allerletztes abgeschlossen werden. Beziehungsweise vielleicht werde ich sie nie abschließen. Ihr seht's ja, ne? Ich hasse Ringe fliegen so sehr. Ich hätte da gerne einen Joystick dafür. Ach ne, verdammt, hier kann ich. So knapp.
Aber hey, wenn man einen Joystick in der Hand hat, ist das so viel einfacher. Ich hasse Ringe fliegen. Ich hasse es einfach. Fehler, ja, leck mich doch am Zückerle. Was ist das für eine blöde Quest von Aralee? Ich habe aber auch nichts anderes erwartet von ihr, ne? Aber ihr seht, wie gesagt, immer mehr und mehr Quests schalten sich frei, indem wir immer mehr und mehr Quests abschließen. Und ich habe noch so viele Quests, ne? Ich habe noch so viele Quests hier rumliegen. Ihr seht's ja, ne? Oh Gott. Aber ja, ich werde weiterhin Charaktere fangen, suchen, weiterhin, mir fehlen noch immer zwei Dragon Balls, Dragon Balls suchen und so weiter und so weiter. Und sehen wir uns dann wieder gleich im Video. Ich habe wieder einen Powerful Enemy gefunden, diesmal Super Janemba. Also auch hier denke ich wieder, so wie im letzten Video schon gesagt, wenn wir ihn besiegen, schalten wir was Neues frei, beziehungsweise einen Raumzeitspalt, in den wir ihn dann fangen können. Weil ich denke, hier können wir ihn wieder nicht fangen. Wieder nicht. Ich weiß echt nicht, warum dieses Defeat Powerful Enemies. Vielleicht habe ich auch eine Quest vergessen, die ich hier gerade nebenbei abschließe. Kann auch sein, ne? Dass ich jetzt hier irgendwie irgendjemanden genau diese Powerful Enemies halt gerade besiege. Oder ob das einfach nur, wie gesagt, eine Möglichkeit ist, um weitere Events und Quests freizuschalten. Das Spiel ist einfach so riesig. Da könnt ihr damit. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe vor zig Ingame-Stunden, vor zig, das Spiel eigentlich abgeschlossen, indem ich ja den Endboss besiegt habe, ne? Den Kampf könnt ihr gerne angucken, alles im Let's Play, in der Playlist drin. Aber das war schon so lange alles hier. Und trotz dessen komme ich immer wieder auf neue Sachen, neue Quests, neue Gegner, neue dies, neue das. Es hört einfach nicht auf. Ist natürlich geil für alle, die vor allem, hoppla, für alle, die vor allem, die es freut, dass das Play natürlich weitergeht, ne? Aber trotzdem, irgendwann will ich es auch gerne mal abschließen, aber das geht halt nicht ohne den perfekten Team. Das kann ich einfach nicht so stehen lassen. Vielleicht ist er auch jetzt schon down, das wäre wunderschön, ne? Mit der Support-Attack könnte es reichen. Er alleine ist mich ziemlich schwach, er muss noch dringend ausgetauscht werden, denn... Jo, reicht. Okay. Besiegt. Mal gucken, was jetzt wieder da steht. Ich soll auch eine Mission von Chaco, ich soll ein weiteres Raumzeit-Dingsbumsi öffnen. Für eine Hauptquest. Bin auch gespannt, was da drin auf mich warten wird. Und? Was steht jetzt wieder da? We did it. Okay, wir haben es geschafft. Was auch immer wir geschafft haben, wir haben es geschafft. Ich habe auch gerade noch einen Dragon Ball gefunden, by the way. Den 3-Sterne-Dragon Ball. Der war hier oben in dieser dunklen Welt. Mir fehlt nur noch ein Dragon Ball. Puh, weiter geht's. Ja, Leute, ich habe es rausgefunden. Diese Mission hier bei King Chima, das ist die Mission. Hier muss ich ganz viele Gegner besiegen. Und das sind diese Powerful Enemies. Für ihn muss ich sie alle besiegen. Was die Endbelohnung sein wird, da bin ich mehr gespannt. Aber für ihn ist das Ganze, ich wusste es doch, es ist eher so eine Event-Quest. Ich guck mal kurz, wo ich das finde. Genau, hier. Defeat the villains and report your success. Energy bekommen wir dafür. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall, das ist die Mission, die wir hier die ganze Zeit machen. Und das sind die Powerful Enemies. So oder so gehört es ja dazu zu den ganzen Missionen und die müssen wir abschließen. Aber ich weiß immer noch nicht, wo der letzte Dragon Ball ist, ne? Bin schon wieder gefühlt alle Welten durchgeflogen. Ich gehe jetzt in die letzte Welt. Und hier sollte noch, hier sollte noch weitere Sachen sein, weitere Quests und so weiter. Hoffentlich. Ich finde noch irgendwas. Irgendwo ist noch ein Dragon Ball. Oh, hier ist ein Zeitspalt. Den wir auf jeden Fall öffnen hier schnell mal. Schaffe ich das? Problem ist, dass ich von Gegnern verfolgt werde. Ich habe ihn geöffnet. G-Rang, G-Rang. Es ist ein G-Rang. Oh mein Gott. Das ist der Zeitspalt für Chaco wahrscheinlich. Das ist der G-Rang. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schiss, ne? Bin ich ehrlich? Es ist Freezer. Es ist Freezer hier drin. Können wir den jetzt fangen? Oh, es wäre so geil, wenn ich den jetzt fangen könnte, ne? Er ist derjenige, der da drin auf mich wartet, also. Bin gespannt. Golden Freezer. Oh, okay, es ist Golden Freezer. Leckt mich am Zückerle. Ich habe ein bisschen Schiss, ne? Es ist Golden Freezer. Und wir bekommen dafür eine XP, ein Quizzes? Aber ich hoffe, ich kann ihn fangen jetzt, oder? Ich hoffe, ich kann ihn fangen. Wenn ich dafür ihn nicht als Belohnung bekomme. Nö, ich kann ihn nicht fangen? Aber Leute, ich bin echt, wie gesagt, noch sehr verwirrt, wie man gewisse Charaktere bekommt. Wir haben noch immer keinen Super Saiyan Blue zum Beispiel. Wir haben noch nicht dies, wir haben noch nicht das. Wir haben noch mal keinen Freezer, den wir mit Cola fusionieren können. Also es fehlt noch so viel. Aber Golden Freezer werden wir jetzt auf jeden Fall gemeinsam hier besiegen, ne? Das mache ich nicht alleine, den werden wir jetzt schön gemeinsam hier auslöschen, den Golden Freezer. Ist auch ein schöner Moment, ne? Golden Freezer besiegen. Meine Weise ist er schnell. Death Beam, oh. Viel Damage macht er. Ah, geht. Geht. Hätte ein bisschen mehr erwartet von Freezerline. Bin echt gespannt, wie viel Damage wir machen können. Jetzt greift unser Level 88 Charakter an. Freezer ist Level 90, der Golden Freezer.
ja, guter Damage und aus dem Ring geworfen, sehr wichtig. Damit wir als nächstes an der Reihe sein sind. Den hier muss ich auf jeden Fall austauschen, ne? Der ist leider mein schwächster Charakter im Spiel. Der muss immer ausgetauscht werden. Aber wir müssen auch, wie gesagt, natürlich noch sehr viel fusionieren. Wir sind noch lange nicht fertig, Bruder. Aber wenn immer mich Bruder sagt, muss ich jetzt an den Schnauzbart-Bruder denken aus der letzten Folge. So geil. Einfach nur so geil, der Schnauzbart-Namekianer, ey. Press nochmal ein Besen. Auf Freezer zu besiegen, das zieht sich schon mal. Der ist nicht so schwach, ne? Ja, er hier ist übrigens sehr, sehr schnell, aber es bringt ja auch nichts, schnell zu sein, wenn man kein Damage macht, ne? Er ist auch von den Werten her gesehen mein schwächster Charakter. Also ja, die Geschwindigkeit bringt dann einfach nichts, ne? Es bringt nichts, der schnellste im Universum zu sein, so wie, Bata, wenn man einfach, ja, nicht stark ist, ne? Geschwindigkeit alleine reißt jetzt auch nicht alles raus. Aber er steckt halt echt viel ein, ne? Golden Freezer muss man schon mal zugute sagen hier, dass er ordentlich Damage einsteckt. Bam! Aber es kann er doch nicht ewig durchhalten, oder? Jetzt vor allem, das ist unser Level 100 Charakter. Und der wird jetzt, glaube ich, mal richtig hart ihm in den Arsch treten. Level 100 Charakter. Wie viel Damage? Nein, der geblockt! Ach, leckt mich doch am Zückerle. Der blockt unseren Level 100 Charakter. Das ist ziemlich schlecht. Da bin ich ehrlich, das ist ziemlich schlecht. Denn das wäre jetzt der größte Damage gewesen, den wir austeilen können. Wir haben jetzt noch unseren Vegito, der hat leider ziemlich schlechte Moves. Der müsste auch was Neues lernen. Ich weiß auch nicht, ob Vegito im Team bleibt. Ja, viele Fragen über Fragen auf jeden Fall noch. Nein, nicht aus dem Ring geworfen. Schade, es war sehr knapp. Sehr viele Fragen stehen auf jeden Fall noch im Raum. Wen wir im Team behalten? Wer wird ausgetauscht? Wann werde ich endlich meinen Hauptcharakter fusionieren können? Auf den G-Rang. Weil er ist noch immer nur Rang A, glaube ich, ist er jetzt gerade. Also er hier ist nur Rang A. Ist jetzt nicht der Stärkste oder so. Aber könnt ihn mit Support besiegen, ne? Jo. Müsste reichen, oder? 64? 115? Was? Warum macht die gar keinen Schaden? Was? Ist Freezer gerade im Verteidigungsmodus, oder was? Ist Freezer im Verteidigungsmodus? Hat er was verpasst? Oder stirbt er jetzt einfach weg? Nö. Kriege ich nicht down? Lol, warum hält er dafür so viel aus? Hat er einen extra Lebensbonus am Ende seines... Jo, Lebens... Hat er einen extra fetten Bonus? Wenn er wenig Leben hat? Es sieht mich so aus. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn er mich jetzt angreift, ehrlich gesagt. Full Power Death Ball. Leckt mich am Zückerle. Sieht das geil aus. Golden Freezer will's wissen, Leute. Der war nicht schlecht. Das muss ich ihm lassen. Der war nicht schlecht, Alter. Aber bleibt das jetzt so? Ist er jetzt weiterhin so stark? Es ist eine vierfache Support Attack, Mann. Hey, das macht keinen Schaden. Ich habe auch Schiss, jetzt eine Ultrafusion einzusetzen oder so, ne? Weil auch das wahrscheinlich keinen Schaden macht. Ich werde einfach so wegklopfen müssen, ne? Ich werde jetzt einfach auslöschen mit Super Planet Bomb, da kann er eh nicht ausweichen. Oh, das müsste jetzt gewesen sein, ne? Das müsste jetzt aber komplett gewesen sein für ihn. Mein Level 100 Charakter, Super Planet Bomb, Freezer, bis zum nächsten Mal. Yeah, down. War aber echt eine Geburt, ne? Das war nicht einfach, der Kampf. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt. Golden Freezer ist halt schon eine Ansage, ne? Aber besiegt, easy peasy lemon squeezy, null Problemo für unser krasses Team, vor allem mit den weiblichen Kämpfern. Ah, schön besiegt, ja, es ist possible, du Arsch. Ist er noch immer nicht fertig, er ist noch sauer? Doch, besiegt. XP und Quizzes bekommen, leider also keinen Golden Freezer. Woher man den bekommt, ist halt die Frage, ne? Oh, es gibt noch weitere Time Holes hier irgendwo für mich aufzudecken. Vielleicht finde ich sie schnell. Die sieht man auf der Map. Nämlich sind so kleine blaue Punkte. Ah, da hinten. Da hinten ist ein kleiner blauer Punkt. Den versuche ich jetzt mal kurz aufzudecken. Ob da jetzt wieder was Spezielles drin ist. Oder einfach nur etwas, was ich eh schon habe. Ist wieder ein G-Rang? Ist es wieder Golden Freezer? Ist eine Rache oder was? Es ist Cell? Lol. Was ist hier los? Also wir kämpfen jetzt gegen die krassesten Charaktere. Können sie aber nicht einfangen. Ich will die haben. Hier auch wieder nur XP und Quizzes. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man diese Nebenmission abschließt. Wenn man diese Nebenmission abschließt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann halt die nächsten krassen Missionen bekommt, um die eben auch irgendwann zu fangen. Boah, ich hätte die halt echt gerne, aber das wird auch wieder ultra schwer, glaube ich, ne? Ich könnte auch direkt eine Zenkai-Attacke einsetzen, eigentlich scheiß drauf. Eine schöne Zenkai-Attacke in seinen Rücken rein. Jetzt muss ich möglichst viel Ki laden hier beim Angreifen.
Wir haben nämlich überhaupt keinen Key. Oder oh, der verteidigt gut, ne? Oh, scheiße. 3 Keybällchen, 4, 5. Komm, räum mal Key, Mann. Shit. Reicht das für eine starke Attacke? 560, 574. Mit Support Attack? Hey, das ist ein guter Anfang, ne? Das ist ein guter Anfangshit, würde ich mal sagen. Damit kann man schon was anfangen. Yo, lol. Easy 17.000 Damage. Das ist ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang. Das nehme ich doch einfach gerne mit, ne? Wie gesagt, unser Vegito ist leider ein bisschen schwach auf der Brust wegen seinen Moves. Oh nein, er haut sogar zurück. Super Kamehameha. Ich weiß nicht, ob ich das dagegen pushen kann. Ne. Unser Angriff war leider zu schwach. Da kann ich noch so schnell den A-Knopf drücken. Der Angriff war einfach zu schwach. Und jetzt greift er erst wirklich an. Scheiße. Vegito aus dem Ring geworfen. Fühle ich nicht, Bruder. Fühle ich gar nicht, Bruder. Zurück in den Ring, Mann. Okay. Komm, wir machen jetzt hier auch noch eine Zenkai-Attack. Er hat sich auch regeneriert, ne? Er hat sich einfach regeneriert. Nein, er hat perfekt geblockt. Oh, ich hasse das so sehr, ne? Ich hasse das so sehr, wenn das passiert, wenn er perfekt blockt, ne? Weil wie konnte er wissen, dass ich jetzt von unten angreife, ne? Aha, Mann! Kann ich so oft angreifen. 3,42, 3,84. Ja, wird jetzt nicht der größte Damage werden. Leider, weil er halt geblockt hat, ne? Wenn er blockt, ist halt leider Polen offen gefühlt, ne? War jetzt leider überhaupt kein Damage. Schlechte Zenkai-Attack. Ah, Mann. Cell ist echt eine Nummer, glaube ich. Ich glaube, Cell ist sogar gefühlt hier gerade stärker als Golden Freezer. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn sie Cell weiterhin... Er haut schon wieder zurück. Wenn sie Cell weiterhin im Anime... Ja, wenn sie Cell weiterhin im Anime behalten hätten, wäre er auch der stärkste Gegner noch immer. Weil er ja immer stärker wird mit jedem Tod und so weiter. Weil er halt, ne, die Gene von Saiyajins in sich trägt. Aber, wie viel Leben regeneriert jetzt eigentlich? Oh, sehr viel Leben. Oh, scheiße. Der regeneriert echt viel Leben, Mann. Puff. Er ist wieder full life. Er ist full life. Scheiße. Wie besiege ich den denn? Ich kann mir nur vorstellen, den besiegen zu können, indem wir eine Fusion machen. Der ist halt viel zu krass schnell, ne? Ich mache ihm zwar schön Damage, alles gut, alles nice, aber bringt halt nichts. Wenn er an der Reihe wieder ist, und der ist ziemlich schnell wieder an der Reihe, wie ihr seht. Ja, zack, wieder Leben voll. Wir versuchen mal zurückzuschießen. Mit einem Vegito Kamehameha. Ne, nicht stark genug, nicht stark genug. Vegito ausgelöscht. Er hat einfach meinen Vegito ausgelöscht. Mann, wie soll ich den am besten besiegen? Wie wird der am besten besiegt? Ich müsste ihn ja gefühlt irgendwie langsamer machen. Also jetzt aus dem Ring werfen ist zum Beispiel mal eine gute Strategie. Er regeneriert halt 10.000 Leben. Ich habe jetzt schon 12.000 Damage zugefügt. Alles schön, alles gut. Ne? Aber ihr seht, und er ist schon wieder gleich dran. Er ist schon wieder gleich dran und kann schon wieder sich regenerieren. Ich bin echt noch ziemlich unschlüssig, wie ich den besiegen soll, ne? Echt noch unschlüssig. Hm. Aber wie gesagt, der ganze Damage, den wir ihm zufügen, ist halt einfach mal ein bisschen lächerlich und lame. Oh, jetzt, ja, jetzt eine Ultrafusion. Jetzt eine Ultrafusion drauf. Er ist gerade geschwächt, hat nur 12.000 Lebenspunkte. Wir gehen rein in die Ultrafusion, Leute. Und wollen es ihm so richtig hart reinhauen. Hey, dreifacher Super Saiyajin, fünffache Fusion, Female Warrior. Wenn die jetzt nicht reinhaut, dann weiß ich auch nicht. Ich muss ihn jetzt besiegen. Gott, der ist gut im Verteidigen, ne? Scheiße. Das wird nichts, Leute, das wird nichts. Der ist viel zu stark im Verteidigen. Ne, Key Blast funktioniert auch nicht gut. Mann, scheiße. Doch, Key Blast besser? Ne, den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht down. Den kriegen wir nicht down. Nein, den kriegen wir nicht down, oder? 5000 Leben noch. Kriegen wir ihn down oder nicht? Ja! Oh Gott. Wenn der jetzt nicht gestorben wäre, wäre er komplett im Arsch gewesen. Dann wären wir komplett im Arsch gewesen. Die Ultrafusion hat's noch rausgerissen. Cell auch besiegt. Easy peasy lemon squeeze. Ja, auch den. Wieder nicht gefangen. Wieder nicht als Belohnung erhalten. Das heißt, auch der wird wahrscheinlich wiederkommen, ne? Wir werden sicher noch so einen krassen Endboss-Mission bekommen, wo wir alle Endbosse besiegen müssen, ne? You got a reward, ja. Wieder XP. Ja, und? More Quizzes? Kein Timespace Hole? Okay,
Dann haben wir jetzt doch hier alle Timespace Holes abgeschlossen. Was mich noch verwirrt, ich habe nicht so eine Event-Quest hier. Open the Timespace Hole and fight the Majin. Das ist anscheinend auch wichtig. Vielleicht bekommen wir dann Chaco als Partner. Ich suche weiter. Weiter geht's. Okay, Leute, ich habe die nächste Powerful Key gefunden und das ist Omega Shenron. Vielleicht ist es sogar der letzte jetzt schon, den wir besiegen müssen von diesen Powerful Key-Typen, um eben die Quest beim in der Unterwelt hier abzuschließen, ne? Vielleicht der letzte, mal gucken. Ich suche noch immer den letzten Dragon Ball, was auch ziemlich nervt. Ich finde den letzten scheiß Dragon Ball einfach nicht. Es ist echt zäh, wenn man die ganze Zeit die Maps abfliegt und Dragon Ball sucht und einfach nichts findet. Einfach gar nichts findet. Ich hätte auch sehr gerne Omega Shenron als Teammitglied. Ich mag ihn optisch einfach sehr, ne? Der gefällt mir wirklich sehr gut, Omega Shenron. Ich mag die Dragon Balls, ich mag die Idee, dass er ein Shenlong ist und so weiter, ne? Ich finde das eine geile Sache aus Dragon Ball GT. Wie gesagt, vieles Gutes gab es nämlich auch in Dragon Ball GT. Und nicht nur Schlechtes, ne? Und ja, mal gucken, ob es jetzt der letzte ist. Ob wir dann unsere Quest abgeschlossen haben. Ob wir alle Powerful Enemies besiegt haben. Und was danach für eine Quest kommt, ne? Ob danach noch was kommt, wo man endlich was fangen kann, ne? Denn wie gesagt, wir sehen zwar hier die ganze Zeit, super toll, danke dafür, die ganzen Charaktere. Aber ich kann sie halt einfach nicht einfangen. Und das triggert mich ein bisschen, ne? Das triggert mich einfach ein bisschen. Ich würde sie alle gern einfangen. Und ich denke, es ist der letzte jetzt nun. Ich glaube, wir haben alle abgeschlossen. Und dann werden wir die Quest auf jeden Fall auch noch abgeben, diese Folge. Also ihr seht schon, wir haben natürlich jede Folge krasse Fortschritte. Wir stehen nicht irgendwie auf einem Schlauch oder so, sondern wir zocken schon hart weiter. Alles ein bisschen durcheinander, aber natürlich. Omega Shenron auch besiegt. Haben wir alle? Ja, wir haben alle. Okay. Wir gehen also zurück zu nicht King Chanimba. Wir gehen zurück zu dem in die Unterwelt hier. King Jimas. Mal gucken. Wir kriegen jetzt natürlich eine Endbelohnung. Ja, da steht nichts dabei, dass wir irgendwie einen Gegner bekommen oder so. Also einen Verbündeten bekommen. Aber es müsste wahrscheinlich jetzt dann die nächste Mission freischalten, kann ich mir gut vorstellen. Weil noch sind wir, wie gesagt, lange nicht am Ende mit den Missionen auch. So, alles abgeschlossen. Easy peasy lemon squeezy. Alle zurück in die Hölle gebracht. Und Energie bekomme dafür, genau. Mehr nicht. Mehr nicht? Das war das Ganze? Warum wir diese ganzen Enemies besiegen mussten? Wegen ein bisschen Energie? Die ich nicht mal nehmen konnte, weil ich voll bin? Echt jetzt? Ich gehe nochmal rein. Hat er jetzt noch keine neue Quest mehr für uns? Das ist die Abschlussquest gewesen von ihm hier? Das ist traurig, Leute. Das ist echt traurig. Das war die Abschlussquest von King Chima. Dafür haben wir die ganzen powerful blöden Enemies besiegt. Ich suche weiter. Leute, ey, das ist so anstrengend, das alles zu suchen, finden und oh Gott, mir fehlt noch immer ein Dragon Ball. Oh, ich würde sagen, nach 3 Stunden circa lockers spielen und 2 YouTube-Folgen davon nur, werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen mir irgendeinen Stream angucken nebenbei und den letzten Dragon Ball verzweifelt suchen, sodass wir in der nächsten Folge Shenlong nochmal beschwören können. Und ich bin sehr gespannt, was der Wunsch sein wird. Vielleicht bekommen wir auch dann erst die krasseren Kämpfer. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall gerne gemeinsam rausfinden. Gebt Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Golden Freezer war geil, Cell war geil. Wir haben vieles erlebt, diese Folge wieder. Trotz dessen, ey, ich muss jetzt erstmal wieder rumsuchen. Und es ist schon ziemlich ermüdend, die ganze Zeit rumzufliegen und zu suchen, wo blinkt endlich der Dragon Ball? Wo leuchtet die Mission auf? Es ist alles nicht so einfach, aber ich werde es natürlich weiter durchziehen. Vielleicht auch, wie gesagt, mal in einem Streamchen mal wieder. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr das komplette Let's Play nicht gesehen habt, könnt ihr euch jetzt auf der Endcard die Playlist anklicken und alle Folgen sehen. Auch Dragon Ball Z Kakarot, auch Xenoverse 2 und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt einen Dragon Ball suchen, verzweifelt weiter. Haut rein. Ciao.